Guten Tag. Guten Tag, Ich bin Shalom. Nicole Böhme vom Oil Profit. Spreche ich mit Herr Ritterhaus? Ja, hier ist ein Haus. Was möchten Sie denn? Ja, Sie haben sich bei unserer Werbung wegen Online-Trading angemeldet. Stimmt das? Genau, ich wollte Geld verdienen. Ja, gut. So, und ich bin Ihre Kontomanagerin und meine Aufgabe besteht darin, Ihnen bei der Kontoaktivierung zu helfen und zusätzliche Informationen zu geben. Das heißt, Ihr Konto ist jetzt erstellt, aber noch nicht aktiviert. Ach so. Habe ich da was falsch gemacht? Ja. Nein. Ich nehme an, darüber haben Sie schon durch unsere Werbung erfahren. Um das Konto einzurichten und aktivieren, benötigen Sie die einmalige Einzahlung in der Höhe von 250 Euro, ja? Ach, geht das nur einmal? Weil ich suche eigentlich eher nach dauerhaften Geschäftspartnern. Ich möchte ja langfristig investieren. Das ist nur einmalige, um Konto aktivieren. Und mit diesem Betrag werden Sie schon investieren. So, das ist Startkapital, so gesagt. Aber ich kann da nicht mehr reinvestieren, wenn mir das gefällt. Das ist ja schade. Wie bitte nochmal? Kann ich nicht zweimal investieren bei Ihnen? Sie können das weitermachen, später. Aber ja, das frage ich doch die ganze Zeit. Ja, jetzt nur einmalige Einzahlung, jetzt, um Konto einzurichten. Sind Sie ein Roboter? Nein, ich bin nicht. Sie hören sich an wie so ein Roboter. Ich bin Nicole Böhme. Was sind Sie? Entschuldigung. Ich bin Nicole Böhme. Gesundheit. Mein Name ist Nicole Böhme. Wie lange haben Sie das denn schon? Nochmal bitte. Wie lange Sie die Krankheit schon haben? Ich habe keine Krankheit. Achso, Sie haben doch gerade gesagt, Sie haben Lungenentzündung. Nein. Nein? Nein. Dann habe ich das falsch verstanden. Ja, vielleicht. So, verstehen Sie, ja? Sie sollen einmal jetzt einzahlen, um Konto aktivieren und dann mit Finanzberater arbeiten Sie personalische... Personalische? Konzentrier dich mal. Ja. Wir sind hier nicht auf dem Jahrmarkt. Okay. Hier geht's um fette Kohle. Ja, gut. Ja. Personalische Strategie. Und weiter, ja, beginnen Sie zu investieren. Vielleicht schon zweimal, dreimal. Das ist nach Ihrem Wunsch. Ach so, wie oft kann man das denn machen? Wie viel Sie möchten. Ach so. Das hängt von Ihnen ab. Ja, dann viermal. Vielleicht können Sie auch viermal das machen, ja? Warum nicht? Können wir das dann gleich machen? Ja, aber zuerst nur 250, nicht mehr. Ja, das lohnt sich ja nicht. So, in diesem Fall, haben Sie schon Erfahrungen in diesem Bereich oder ist es komplett Neuland für Sie? Na, ich war 3 Monate in Indien, aber was hat das damit zu tun? In Indien? Ja. Waren Sie in Indien? Nein, ich habe gefragt, haben Sie Erfahrungen im Bereich von Online-Trading? Ja, bei eBay so ein bisschen, aber jetzt mit so Finanzmarkt habe ich noch nicht gemacht. Ne? Mhm. Okay, und hatten Sie vielleicht Aktien? Akne? Ja, das ist so vor 60 Jahren mal in der Pubertät gewesen, aber das ist schon lange her. Da sieht man auch nichts mehr von. Okay, Aktien. Hatten Sie Aktien? Ja, ich bin damals auch beim Arzt gewesen. Das war ziemlich übel, aber es hat alles geklappt. Okay, es freut mich. Ja, es erfreut mich. Also heute bin ich ein sehr ansehnlicher Schrumpelmaulwurf. Mhm, gut. Sagen Sie bitte, hatten Sie noch Interesse für Kryptomarkt oder nein? Ja, doch, das wäre mir sogar lieber als Aktien, weil ich möchte ja gerne den Dogecoin haben. Haben Sie da ein paar? Ja, das können Sie auch haben. Ja, diese Fragen werden Sie mit Finanzberater schon weiter besprechen. Das heißt mit ihr, ich bin nur Kontomanagerin und helfe Ihnen bei Konto aktivieren. Und weiter mit Finanzberater besprechen Sie diese Fragen nochmal. Ja, was haben Sie für Fragen?
Sie haben gesagt, Sie haben keine Erfahrungen in diesem Bereich. Nee, haben Sie denn Analsex-Erfahrung? Okay, gut. So. Von uns bekommen Sie ein Anfängerportfolio. Ist das ein Ja oder ein Nein? Roboter-System. Was? Nee, ich hab Sie ja gefragt, ob Sie Analsex-Erfahrung haben. Da müssen Sie schon darauf antworten. Welche Erfahrung nochmal? Von hinten. Vom? Von hinten. Hinten? Ja, hinten. So. In diesem Fall nein. Warum nicht? Ich will einfach nicht das machen. Ja, aber es ist ja, das ist ja nicht sehr weltoffen, ne? Okay, sprechen wir weiter über Kryptowährung, oder? Ja, das können wir machen. Über mich. Ja, wir wollten ja über Sie sprechen, ne? Weil Sie wollen ja zum... Über mich geht es nicht. Na doch, Sie wollen doch zum Interview kommen. Nein, ich will nicht. Na, das ist ja im Prinzip hier das Format Rasenkantenhart gemäht. Das ist ja fürs Gärtnermagazin. Da wollten Sie ja bestimmt auch Ihre Meinung kundtun. Ja, okay. Aber meine Aufgabe ist jetzt nur, Ihnen zu helfen beim Kontoaktivieren und nichts mehr. In diesem Fall, wenn Sie kein Interesse jetzt haben, ich lege auf. Nee, ich möchte ja gerne Geld verdienen mit den gemähten Rasenkanten. Okay, gut. Ja. In diesem Fall haben Sie schon gelesen, was Sie von uns bekommen werden. Robotersystem und Finanzberater, ja? Ja, haben Sie denn auch laufen auf dem Deich immer so Schäfchen rum, die das Gras kurz halten? Haben Sie da auch was im Angebot? Ich? Ja, natürlich. Wer denn sonst? Nein. Was eine schöne Outdoor-Szene muss ja auch dabei sein. So, okay. In diesem Fall Entschuldigung. Ich schicke Ihnen per E-Mail noch Informationen. Sie können das nochmal durchlesen. Nö, brauche ich nicht. Ich würde das jetzt gerne heute anfangen, weil Zeit ist ja Geld. Okay, in diesem Fall, ich schicke an Sie. Haben Sie PayPal-Konto? Nö. Ich würde dann eine Überweisung machen. Okay, Banküberweisung geht es auch. Ich schicke an Sie Bankdaten. Ja, was haben Sie denn für eine E-Mail-Adresse von mir? Ja, ich habe aber diese E-Mail-Adresse ist falsch. Welche denn? Taubenmann 1977 @zeichenweb.de. @zeichenweb.de, nee, das ist falsch. Dann schreiben Sie mal Taube, wie der Vogel. Ja. Taube. Und dann die zweimal die Zahl 8. @aol.com. Moment. Haben Sie denn einen aktuellen AIDS-Test vorliegen? Ja. Moment bitte, noch von wann ist er denn? Weil der darf halt zu Drehbeginn nicht älter als 14 Tage sein, ne? Ich habe noch zwei Fragen an Sie. Ja? Können Sie bitte sagen, wie alt sind Sie? Das ist meine erste Frage. Ich bin 72. Okay, 72. Ja, und Sie? Sie sind schon volljährig, ne? Weil das hätte ich am Anfang fragen sollen. Ich 25. Ah, das passt. Wie groß sind Sie? Ich bin 180. 180? Ja. Mensch, weil wir suchen ja eigentlich Darstellerinnen für Standgebläse beim Mediamarkt, aber da würde ich Sie eher in so eine Wikinger-Szene einbauen dann, weil das von der Körpergröße. Haben Sie Tätowierungen? Nein. Nein? Das ist gut. Nein. Dann sind Sie eher so eine nackte Priesterin, die Kräuter im Wald sammelt und dann vom Bären überrascht wird, würde ich sagen. Haben Sie schon mal gekämpft mit einem Zweihandschwert? Nein.
Ich habe das nicht gemacht. Ja, das ist ja aber, bei Ihnen okay. In Russland gibt es ja viele Bären, da sind Sie ja bestimmt vertraut mit dem Nahkampf, ne? Wo? Na, bei Ihnen da, in der Taiga. In den Taiga? Taiga. Novosibirsk, da bei Ihnen in Russland. In Russland? Ich weiß nicht. Ich bin nicht aus Russland. Ach, von wo rufen Sie denn an? Von London. Unser Hauptsitz ist in London. In London? Wo denn? Ja. In London, ich kann nicht sagen. Sie wissen nicht, wo die Firma ist? Wie, Sie dürfen das nicht sagen? Weiß. Das muss doch bei Google drinstehen. Und Sie haben ja bestimmt auch eine Lizenz, die mir Sie noch schicken können. Ja, aber das ist sehr wichtige Information. Ich kann das nicht sagen. Einfach. Ach so, die Adresse ist Staatsgeheimnis, ne? Na, ja. Ja, Sie wollten mir doch eine E-Mail schicken. Wo bleibt die denn? Der wird schlaff, wenn du so lange brauchst. Ich habe gefragt, Taube 88, Zeichen, und was geht weiter? AOL, AmericaOnline.com. Und was sind Sie von Beruf? Rentner. Darf ich fragen? Und natürlich Produzent noch, aber ich mache nur noch das Casting. Mhm. Gut. Und wie ist Ihr Gesamteinkommen monatlich? Ziemlich geil. Was hast du denn für eine Haarfarbe, sag mal? Bist du blond, wie die meisten Russinnen, oder? Weil es wäre natürlich gut, wenn wir da nicht erst färben müssen dann am Set. Das ist immer Sie so ist raus.